du noch zu erzählen? Ist dir langweilig? Wie wär's mit einer Runde vor Condor? Vor Condor? Was soll das sein? Bei euch kennt man das noch nicht? Ist ein neues Spiel und echt beliebt bei den Leuten hier. Was? Na klar kenne ich das. Unterschätz mich nicht. Los, spielen wir eine Runde. Vor Condor. Dann erkläre ich nur zur Sicherheit nochmal die Regeln. Okay, also werden wir jetzt einfach so in die Minispielwelt reingeschmissen wieder mal. Ein Handbuch für Voransteiger, okay. Bei Condor ist ein Brettspiel, in dem du Einheiten und Material verwendest, um das Hauptquartier des Gegners zu zerstören. Bevor du spielst, solltest du die Aufstellung festlegen. Okay. Aufstellung: wähle das Brett, auf dem du spielen willst. Deine Wahl hat Auswirkungen auf die Materie, die dir zur Verfügung steht. Und auf die Ladegeschwindigkeit der ATB-Leiste. Entscheide zudem, welche Einheiten du einsetzen möchtest. Wirf auch einen Blick auf das Brett und die Einheiten deines Gegners, um gegebenenfalls deine Strategie anpassen zu können. Gegner: auf der rechten Seite des Bildschirms siehst du die Informationen zum Brett und den Einheiten des Gegners. Jede Einheit hat eine Schwäche, die es vorteilhaft auslösen gilt. Das Spiel beginnt. Du hast derzeit keine Einheiten oder Bretter, die angepasst werden können. Drücke X, um das Spiel zu beginnen. Wow. Weil ich nichts habe, ja, kann ich ja nur bestätigen. Wow. Das werde ich jetzt verlieren automatisch. Oh. Ich fühle mich wie in so einer Werbung von... Zu Beginn des Spiels hat sowohl du als auch dein Gegner jeweils drei Basen. Zwei Stützpunkte und ein Hauptquartier. Zerstöre das Hauptquartier des Gegners oder stelle sicher, dass du nach Ablauf der Zeit mehr Basen als der Gegner übrig hast. Um zu gewinnen, platziere Einheiten... Platzierte Einheiten beginnen automatisch damit, Kampfgruppen in dem Gegnerfeld zu entsenden und anzugreifen. Okay. Einheiten, die platzieren. Das Platzieren der einer Einheit kostet eine bestimmte Menge an ATP. Du hast nicht genug ATP-Einheiten übrig, kann die Einheit nicht platziert werden. Mit der Zeit lädt sich die ATP-Leiste jedoch auch wieder auf. Okay. Einheiten platzieren. Bewege den Cursor an die Stelle, wo du meinst. Okay. Rolle der jeweiligen Einheiten. Kommandos sind effektiv gegen Schützen, Schützen sind effektiv gegen Verteidiger, Verteidiger sind effektiv gegen Kommandos. Okay. Wo sehe ich was, was ist? Wenn es da zu rollen ist. Okay. Was leben wir denn da? Wacho, Granatwerfer? Ich setze einfach mal einen Granatwerfer. Sturmgardist. Oh, keine Punkte. Magieattacken. L1 drücken, okay. Feuer. Hab ich jetzt mein Ding? Oh. Okay, hier kann ich jetzt den platzieren und den mal dahin. Aha. Was ist? Der Touch für mein Leben. Der mich nicht an, doch, der greift mich auch an. Jetzt sind wir hier ein Wachhund. Magie kann ich immer noch nicht einsetzen. Haben wir nochmal eine Drohne. Sogar gut Schaden. Hier ein bisschen ablenken nochmal hier. Das war's schon. Okay. Fand das jetzt nicht berauschend. Du bist echt gut, Yuffie. Dabei habe ich dir die Regeln gerade erst beigebracht.
Echt? Vielleicht bist du auch einfach nur ein schwacher Gegner. In den Slums gibt es viele starke Spieler. Warum forderst du nicht ein paar von ihnen heraus? Für sowas habe ich aber keine Zeit. Echt nicht? Ich habe gehört, dass der Sieger ein Preisgeld und eine Materia erhalten soll. Eine Materia? Genau. Die richtig starken Spieler lassen sich aber erst auf eine Partie ein, wenn du dich beweisen konntest. Die Materia gehört so gut wie mir. Okay. Ich stehe mir hier noch die Beine in den Bauch. Ich kundschafte die Gegend aus. Mach das, aber geh nicht zu weit von hier weg, okay? Storys haben wir hier bekommen. Spielen wir eine Runde vor Condor? Ja. Weg zum Champion, ne? Dann sollst du jetzt bearbeiten. Okay. Kann ich nix? Nein, dann bearbeiten. Werfe Wache. Was hier für nehmen? Ah, MG. Statt dem Wachhund nehmen wir das MG, würde ich sagen. So. Setzen wir mal und legen los. Oh, nochmal, was passiert? Ist das Spiel jetzt ansprechender? So, dann nehmen wir einfach mal Kinder. Da bauen wir so ein Ding hin. Und da habe ich genug Punkte für. Der hat sogar für den Schaden schon gemacht dafür. So, dann nehmen wir den. So, den nicht bauen. Noch mal so an hier. So. Relativ. Das down. Dann machen wir so einen Granatwerfer hin. Oh. Nochmal zur Verteidigung. Machen wir einen hin. Sie machen sich alle gegenseitig kaputt. Zack. Jetzt sollten wir eigentlich gewonnen haben, oder? Ja, kaputt. Ist da noch ein paar Einheiten ein? Und das war's schon. Hm. Eine Kondomünze haben wir bekommen. Okay. Ich bin wohl nicht so gut, wie ich dachte. Nee, nicht wirklich. Okay, wir schauen mal auf unseren Karte der Mission. So, Avalanche Versteck. So. Ist so da schön. Siegel vollkommener Champion, gewinne die Materie und Preisgeld. Ja, aber muss ich jetzt die ganze Zeit nur gegen ihn kämpfen oder wie sieht das aus? Das macht. Jetzt hier ist unser Haupt. Spielen wir eine Runde vor Condor? Ja. Ich hätte selbst die ganze Zeit gegen dich spielen. Ich werde einfach mal dreist und sag einfach, jo, wir loslegen. So. Mal erledigt, dann rücken wir davor.
So. Wie war das jetzt? War die gut oder schlecht? Oder jetzt auch scheinbar. So. Bumm. Bin schon mal down. Machen wir uns noch eine Drohne. Patsch, patsch, patsch. Wir wollen uns hier auf einmal direkt ein Geschütz hin. So. Dann stützen wir hier die Seite nochmal ein bisschen, ne? Drohne hier hin. Dann sind wir, glaube ich, schon durch, oder? War ja echt easy, ne? Die Schülerin besiegt den Lehrmeister. Echt? Cool. Ah, ich hab die Story mal nicht erledigt. Scheinbar. Ah. Ach, Ah, da. Ich dachte gerade, wo ist der Ausgang? So, jetzt dürfen wir uns frei bewegen. Dann holen wir uns doch, weil wir es noch wissen. Direkt hier die Materie. Der Katze gehört. Uns gleich an. Ah, ich glaube, meine Spielmaschine ist fertig. So, was haben wir denn hier? Heute lese ich euch die Abenteuer von Stan, den treuen Hund. Meins? Okay, labert zu viele Leute. Das ist nie cool. Doch bist du jetzt gegen dich kämpft. Eine Runde vor Condor. Kommt sofort. Das macht. Bist du neu hier? Ja. Deinen Klamotten nach kommst du vom Kinderhort? Oha. Vom Kinderhort? Ja, was mit dieser Mantel los? Keine Klamotten? Ah, verstehe. Du hast einfach nur keinen Geschmack. Was? Rosa. Willst du eine Runde vor Condor mit mir spielen? Ich will üben und stärker werden. Von mir aus gerne. Aber mich herauszufordern ist nicht umsonst. Aha. 3 Gil kostet eine Runde gegen mich. Es geht ja. Wir haben 1000 bekommen. So, die hat sehr viel Attackentypen. Okay. Was Neues? Den Wachhund und den Duft. Umbert, okay. Ich meine Mischung hier gerade so ganz okay, oder? So. Also machen wir einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Komm. So. Hier erstmal wieder ein. Nehmen wir meine Drohne hin. Und ein MG. Na komm, der macht weniger Schaden gegen ihn, okay. Sonst machen wir hier mal den hin. Okay. Wir dich hin. Meine Drohne wird nicht lange leben. Quatsch. Und ob wir hier so ein Ding hin. So. Ob ich mal so einen Granatwerfer hier bauen kann. Sehr schön. Zentender gebaut.
Das kann ich noch nicht. Dann platzieren wir mal so hin. Machen wir alles Mögliche hier. Ich kann immer mein Feuer nutzen, ne? So. Bauen wir so ein Ding hin. Noch keine Sachen. Oh nein, mein Granatwerfer-Schrott. Okay, dann holen wir dich hier hin. So, auf die Flash mal. Aha, er hat mich richtig zurückgedrängt hier. Uiuiui. Okay, dann wollen wir mal weiter vorrücken. Ich nehme momentan besser da. Ich auch. So. Und sich ja hier gerade nur wegen seiner Einheiten. So. Wir sollten aber hier eigentlich jetzt fertig sein. So. Das zerkloppt eben ja gerade sein Ding da. So. Noch nichts bauen. Ihr kämpft euch gegenseitig. So. Schon. Ein Sieg! Ach, da oben in der Mitte sieht man sogar was ist. Ah. Okay, cool. Was? Wie kann das sein? Ich hab geschummelt und trotzdem verloren. Hast du es geschummelt? Tja, wer kann, der kann. Gar nicht mitbekommen, dass sie geschummelt hat. Du schuldest mir 7 Gil für meine wertvolle Zeit. 7 und keinen Gil weniger. Hättest du gern. Hätten wir 10 Gil dafür ausgegeben. Puh. Hat's vergessen, Mädchen. Hallo? Wow, das ist ja mal ein cooler Umhang. Dankeschön. Was hast du denn so für mich? Heiltränke, Phönixfedern. Hoffen mal 2 Phönixfedern, würde ich sagen. Ein paar Heiltränke vorsichtshalber. Cool, danke. Ja, ne. Schade. Oh, hier laufen einfach viel zu viele Leute wieder. Können wir was machen? Ist der ein Händler noch? Ja. Wirklich der Händler. Interessantes Outfit. Willst du was kaufen? Immer der. Lassen Sie für mich. Ah, ein Gegenstand im Angebot. Heiltrank. Nutzen, wie ich will. Okay. Mal vorgewusst. Kaufen wir mal so. Ja, und dann. 100%? Ja, dann machen wir so. Oh! Kaufen wir mal. Und sehe, wenn ihr Sachen kaufen kann. Vielleicht muss man sogar alle Sachen sammeln. Haben wir noch welche Monster vielleicht? Für Musik und. Okay. Ist hier eine Katze oder was? Alles klar. Okay, wurde aus dem Katzenparadies, wurde irgendwann mal ein Monsterhort. Okay. Naja, wissen wir auf jeden Fall, es spielt ja vor und das ist doch Hauptstory, weil, oder währenddessen, weil halt eben, ja, Sektor 7 ist halt eben noch da, ne? Oh, kein tiefer. Wartest du auf jemanden? Wurdest du vielleicht versetzt? Als würde man mich ver... Sag mal, wer bist du denn?
Warum so gehässig, ey? Sorry, aber ich habe gerade richtig schlechte Laune. Lass mich lieber in Ruhe. Okay. So. Werden wir wohl nicht zusammen kämpfen. So, was haben wir hier Schönes? Da kennen wir ja schon. Hier ging es ja dann irgendwie zu Items, wenn ich mich recht erinnere. Ah, schön, dass man hier mal rumlaufen darf. Oh, hier ist nix. Schade. Und was haben wir hier? Ach, hier ging es ja doch weiter. Ach so. Oh. Gar nicht drauf geachtet, gar nicht drauf gesehen. So, hier. Mal wieder neben Gebiet, ne? Neben Mission mäßig. Okay. Hier waren wir damals unseren Johnny-Freund, glaube ich, kennengelernt, ne? Hier vorne ist noch ein Spieler. Der Schlüssel zum Sieg. Okay, dann gucken wir doch mal. Und wenn der Gegner diesen Zug spielt, dann. Oh, ist gar nicht so einfach. Alles okay? Was murmeln Sie denn da? Meine Tochter möchte so ein Spiel mit mir spielen und ich versuche gerade, mir die ganzen Regeln zu merken. Heißt das Spiel vielleicht Four Condor? Ich spiele gern mal eine Runde gegen Sie. Oh, wirklich? Na, dazu sage ich dann doch nicht nein. Wahrscheinlich ist der jetzt aber ultra krass, hat einfach nur so gespielt. So, wir wollen auf jeden Fall... ich bin meist... Area... Jetzt aus... Was habe ich denn da? Bleibt an einem festen Standort, dann steht Regierungsabständen an Kosten... Okay, diesen Granatwerfer. Kann auch über längere Strecken scheinbar angreifen. Cool aus. Nehmen wir den mal. Sagen. Oh, ach, der kostet. Ist teuer. Im Gegensatz da. Der kostet über 5. Digga, das ist nicht auf. Okay. Das hat nur 2, ne? 2 von denen. Den vielleicht weg wollen. Stehen weg und. Hin. Lassen wir einfach mal. Ja, ich will Match beginnen. Gucken wir mal, was dieser Raketenwerfer alles kann. So, dann platzieren wir hier direkt erstmal. Oh, Sturmgardisten hier. Und hier was zum Verteidigen. Oh, der Schaden. Warum kriegt der Schaden die ganze Zeit? Das Geschütz gibt automatisch Schaden, oder was? Okay. Die Lufteinheiten gegeneinander. Ich brauche gegen die brauche ich. Ach, hab ich. Kann ich den jetzt nicht machen? Technische Events. Ich will den platzieren. Kann ich den gleich nutzen? Ah, es gibt mir Punkte, endlich. Ja, darauf habe ich jetzt echt nicht geachtet. Hätte ich vielleicht achten drauf sollen. Der verliert auch automatisch die ganze Zeit Punkte, das ist nicht so toll. So, nehmen wir noch den hier. Der Gegner könnte ja schön helfen. Ja, der kann dafür schon echt gute Reichweite haben. Ja, dann sollte ich die Geschütze vielleicht mal nochmal rausnehmen. Hat, sollte ich ein paar von denen bauen. Ich der Meinung.
wir schon mal down, sehr schön. Warte ich noch, dass ich noch einen von denen bauen kann? Genau. So, dann will ich noch mal einen von denen bauen. Weil sie effektiv sind. Verbauen, ne? Oh Gott, er hat sogar den auch an. Eieiei. Da haben wir es geschafft. Der war schwerer gefühlt. Auch nur, weil er sich halt auf die einen Einheiten spezialisiert hat. Verstehe. Ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Was? Obwohl sie verloren haben? Und aus genau der Lage kann man auch viel. Meine Tochter soll mich nicht sofort durchschauen, wenn ich sie ganz knapp gewinnen lasse. Das ist Betrug. In der Tat. Aber sonst hängt am Ende noch der Haussegen schief. Gut, haben wir den auch besiegt direkt. Hm. Ja, meinen Sie mit Schmidt, okay. So, haben wir was Cooles. Jetzt ist die Slums raus, ne? So. Da scheint mal hier noch jemanden zu haben, den wir kämpfen können. Da kommen wir da haben. Da fliegt eine Schildkröte. Oder hier. Kann ich hier hin? Ist schon gut, meine Kleine. Na, kommt her, meine Kleine. Ja, das würde ich mir auch mal wiedersehen. Sag mal. Tut mir leid. Ich bin gerade mit etwas sehr Wichtigem beschäftigt. Mit Katzen. Okay. Die sind alle irgendwie so unfreundlich. Warum? Wir haben die eigentlich echt als freundliche Leute kennengelernt, ne? Ich schmeiß was nach ihr. Nach mir? Warum? Was hab ich schon getan? Bin verliebt und so. Hä? Okay. So. Hast du was? Ende. Wie weit viel früher sind wir hier, frage ich mich gerade. So, da haben wir noch eine Mission. Wir sind schlank.